Sehr geehrter Herr Schieder, sehr geehrte Frau Malschnick, sehr geehrter Herr Moslechner, lieber Peter, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, werte Damen und Herren und natürlich Herr Kurt Rothschild, Nachfolger, Sohn und die Frau. Freut mich sehr, dass Sie anwesend sein können heute. Ich bin sehr froh, dass ich hier bei Ihnen heute sein darf. Den Menschen verlangt es danach, lässt uns Adam Smith wissen, gelobt zu werden. Lob und Anerkennung sind ihm vielfach wertvoller als Gut und Geld. Wenn sie zum Lob etwas von Letzterem gesellt, so nimmt er dies billigend in Kauf. Ich gestehe, dass Adam Smith mich durchschaut hat. Und so freue ich mich außerordentlich über die Zuerkennung des Kurt-Rothschild-Preises 2018 und bin dem Karl-Renner-Institut und dem SPÖ-Parlamentsclub für diese Ehrung sehr dankbar. Wie der Schotte Smith auch wusste, ist gelobt zu werden eines, lobenswert zu sein ein gänzlich anderes. Viele Menschen, nicht alle, wollen das eine wegen des anderen, und gerne möchte ich zu ihnen gehören. Aber wer ist befugt, darüber zu befinden? Gewiss nicht man selbst. Wenn man es dennoch tut, so heißt man Trump oder Strache oder Kickel. Kurz kann ich ja zur Vermeidung von Missverständnis nicht nennen. Darüber können nur andere befinden, unabhängige, kenntnisreiche und urteilsstarke Juroren, wie jenen, denen die Vergabe des Kurt-Rothschild-Preises obliegt und deren Kompetenz und Integrität über jeden Zweifel erhaben ist. Dass Sie zu dem Urteil gelangt sind, ich verdiente den Preis, lässt meine Zweifel daran, ich sei lobenswert, verblassen. Für den Augenblick jedenfalls. Angesichts der sich wohlig über die versammelte Festgemeinde legenden Worte des Laudators meines langjährigen Freunds und wiederholten Co-Autors Peter Kallenbach darf freilich angenommen werden, dass der Augenblick von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein wird. Theory of Production hat das Buch geheißen, ganz richtig, wir wollten die Betriebswirte in die Falle locken. Aber es ist uns nicht gelungen. Sie haben den Braten gerochen. Also, ich danke allen natürlich, die auch bei der Vorbereitung des heutigen Ereignisses von Bedeutung waren, allen jenen, denen Herr Moslechner schon gedankt hat, um es kurz zu machen. Ich danke schließlich, und das ist ganz wichtig, meiner Familie und speziell meiner Frau Gabriele, dass sie mich über all die Jahre so gut ausgehalten haben. Ausgehalten im doppelten Sinne. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Dank habe ich abgearbeitet. Kurt Rothschilds Beitrag in aller Kürze. Ich fühle mich außerordentlich geehrt und geschmeichelt, dass Kurt Rothschild derjenige ist, der diesem Preis namentlich vorsteht und dass ich ihn heute bekomme. Tatsächlich glaube ich, dass mich mit Rothschild einiges verbindet. Er hat zumindest den Versuch gemacht, das saumlose Ganze im Blick zu halten. Können Sie das sehen? Geht das? Ja. Das saumlose Ganze im Blick zu halten. Er war kein enger Ökonom, er war kein Fachidiot. Er war jemand, der im Grunde genommen die Sozialwissenschaften in einer Art und Weise betrachtete, wie es den klassischen politischen Ökonomen Adam Smith insbesondere zu eigen war. Er war auch ein Kritiker wesentlicher Bestandteile der neoklassischen, marginalistischen, wie man sie es nennen wollen, Theorie. Und die Hauptkritik war zum einen das Sayersche Gesetz, demzufolge die Ersparnisse den Reichtum einer Nation ausmachen. Es muss viel gespart werden, damit das Land reich wird. Dass man Ersparnisse in gewisser Weise braucht, ist unbestritten, aber worauf es wirklich ankommt, sind Investitionen und vor allem Investitionen, die Innovationen weitertragen. Denn die Produktivität des Systems ist es, was den Reichtum einer Nation ausmacht, wie Adam Smith sehr wohl wusste. Und zu glauben, dass mehr Ersparnis unter sonst gleichen Umständen schon etwas hilft, da irrt man sich, da wird es schlechter.
Denn wer spart, fragt keine Güter nach, und wer keine Güter nachfragt, senkt die effektive Nachfrage, und wer die effektive Nachfrage senkt, der senkt die Beschäftigung und so weiter und so fort. Elementare Wahrheiten, die seit Keynes eigentlich unser aller Erbgut sein sollten, werden mittlerweile vergessen und verdrängt. Er war auch ein Kritiker der Grenzproduktivitätstheorie. Gegen die kann man vieles sagen, eben unter anderem auch, dass sie kapitaltheoretische Gebrechen aufweist. Sie sind aufgezeigt worden. Aber sie gilt nicht, wenn sie keine Vollbeschäftigung und Vollauslastung der Ressourcen haben. Das heißt, sie gilt eigentlich, wenn man genauer hinschaut, nie. Grenzproduktivitätstheorie und Sayes'sches Gesetz sind siamesische Zwillinge. Sie gelten nur zusammen und sonst nicht. Und natürlich, sein Ceterum censeo, die Macht in der Ökonomik, die wird weitgehend vernachlässigt. Es gibt Teile unserer Disziplin, die Spieltheorie, die Industrieökonomik, dort spielt das eine Rolle, aber es ist im Allgemeinen partialanalytisch. Was fehlt, ist ein Blick auf das ökonomische System insgesamt und die dort waltenden Machteinflüsse, insbesondere auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, in der Klassik hätte man gesagt Klassen. Er hat auch antizipiert den Vorwurf, der jüngst geäußert worden ist vom aktuellen Nobelpreisträger. Nobelpreisträger sagt man, er ist eigentlich der Preisträger der Nationalbank, der schwedischen, Roma, Martinus. Das heißt, ein großes, bombastisches Ungetüm, Mathematik, intertemporale Optimierung und ähnliches mehr. Allerdings im Wesentlichen nicht um die bedeutenden Fragen, die man zu beantworten hätte, adäquat zu lösen, sondern um sich selbst zu schützen vor Kritik und um Ideologien zu transportieren. Und Roma, und da hat er recht, glaube ich, hat darauf hingewiesen, dass heutzutage Ökonomen vielfach eigentlich wie Hohepriester einer besonderen Art von Religion sind und die heiligen Bücher gewissermaßen durch die Gegend tragen wie eine Monstranz. Man muss es glauben, und man muss es in der Tat glauben, weil vieles eben in der Tat nicht adäquat substanzierbar ist. Es ist besser, war einer seiner Sprüche, und Gunter Ziche hat uns kürzlich in seinem Beitrag am Montag erinnert, es ist besser, eine Frage ungefähr richtig als präzise falsch zu beantworten. Das war das Rothschildsche Motto, und natürlich, die meisten Fragen können wir nur, wenn überhaupt, bestenfalls ungefähr richtig beantworten. Ungefähr richtig beantworten, ganz richtig, das geht nicht. Unser Fach ist so kompliziert, als dass uns das je gelingen würde. Und natürlich war er interessiert an Lösungen, die das Los der Menschen insgesamt und vor allem derjenigen, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind, zu verbessern. Wie Adam Smith, den hat das Schicksal der Laboring Poor interessiert und die galt es im Grunde genommen, in eine bessere Situation zu bringen. Ja, das können Sie lesen, Elias Canetti, das ist gewissermaßen das Motto zu meinem Vortrag und es sagt alles, was ich eigentlich auch sagen will, die dunklen und die hellen Seiten der Angelegenheit. Das Kommen ist anders als je zuvor, es nähert sich rascher und es wird bewusst herbeigeführt. In der Tat, der Mensch organisiert dieses. Ja? Seine Gefahren sind unser eigenstes Werk, aber ebenso auch seine Hoffnungen, beides. Die Wirklichkeit des Kommenden hat sich gespalten. Auf der einen Seite die Vernichtung, denken Sie nur an die Klimaveränderung oder die Atombombe, das war ja ein großes Ereignis, das im Grunde der Menschheit jetzt in die Hand gegeben hat, sich insgesamt zu vernichten. Die Wirklichkeit des Kommenden hat sich gespalten, auf der einen Seite die Vernichtung, auf der anderen das gute Leben. Einige sind der Auffassung, das gute Leben kommt jetzt, das Paradies auf Erden. Beide sind gleichzeitig aktiv in der Welt, in uns. Diese Spaltung, dieses doppelte Kommende ist absolut und es gibt niemand, der von ihr absehen könnte. Jeder sieht eine dunkle und eine helle Gestalt zugleich, die sich mit beklemmender Geschwindigkeit nähern. Sie kommen auf uns zu. Wir haben sie zwar inszeniert, aber mittlerweile kommen sie auf uns zu. Man mag sich die eine weghalten, um nur die andere zu sehen, es sind doch beide immer unablässig da. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, weil sehr viel mehr als dieses werde ich Ihnen nicht sagen können. Aber als Professor hat man eine hohe Grenzneigung zum Reden und der will ich jetzt nachkommen. Ja, Selbstzucht, Schwellenwerte und die Zukunft der Menschheit. Ein zentrales Axiom eines großen Teils der Ökonomik
ist: Nothing but selfishness is necessary to yield socially beneficial outcomes. Also wenn ich mich nur eigeninteressiert verhalte, dann wird es gesamtgesellschaftlich gut. Die Transformation sozusagen der Eigensucht in ein Kollektiv, einen kollektiv wünschenswerten Zustand. Das werden viele Ökonomen glauben, viele Modelle basieren darauf. Und es wird Adam Smith ins Feld geführt, die unsichtbare Hand spreche dafür. Ein großes Missverständnis, ein Plädoyer für laissez-faire. Smith und viele anderen Ökonomen der schottischen Aufklärung, denen war sehr bewusst, dass zweckgerichtetes menschliches Handeln immer auch nicht intendierte Konsequenzen hat. Niemand will es und trotzdem passiert es. Niemand will CO2 erzeugen und sozusagen die Erderwärmung vorantreiben. Trotzdem passiert es. Aber das heißt sofort natürlich, dass die Idee Nothing but Selfishness erzeugt tolle gesellschaftliche Zustände, möglicherweise problematisch ist. Da passt was nicht zusammen. Die Wirtschaft ist ein komplexes, dynamisches, adaptives System. Die Art, wie sie sich organisiert, erzeugt eigene Dynamiken und Anreize. Und kleine quantitative Änderungen gewisser Variabler über Schwellenwerte hinweg können dazu führen, dass sich das qualitative Verhalten des Systems ändert. Und das ist sozusagen ein so wichtiger Satz und müsste so stark beherzigt werden, nicht nur unter Ökonomen und Ökonominnen, sondern in der Bevölkerung schlechthin. Ein typisches Beispiel natürlich anthropogene Gründe, also von uns gemachte Gründe, stellen die Menschheit, die Existenz der Menschheit in Frage, der Klimawandel. Da ist ein Schwellenwert überschritten worden, da sinkt jetzt das westliche antarktische Schild in das Meer mit zunehmender Geschwindigkeit. Das wird immense Auswirkungen haben auf den Pegel der Meere, mittelfristig, aber längerfristig insbesondere. Das wird sozusagen eine Relokation wirtschaftlicher Aktivität im Weltmaßstab bedeuten. Und das heißt, dass Migrationsströme, wie wir sie jetzt erleben, geradezu eine Lächerlichkeit sind gegenüber dem, was wir zu erwarten haben. Also es ist schwieriger, als manche Ökonomen es uns darstellen. Und ein anderer Singularitätspunkt, ein Schwellenwert, kann erreicht werden, nach der Auffassung mancher Leute, nicht ganz dummer Leute. Der sogenannte technologische Singularitätspunkt. Ray Kurzweil hat viel darüber geschrieben, ist selbst ein Computerbauer und dergleichen mehr. Und was damit gemeint ist, ist, dass es Maschinen geben wird, die intelligenter sind als Menschen. Das ist jedenfalls die Vermutung, die Behauptung. Und Kurzweil ist der Auffassung, das wird 2029 geschehen. Wenn man sozusagen sich vergegenwärtigt, wie schnell der Fortschritt bisher war. Wenn dem aber so ist, dann geraten wir in völlig neue Sphären hinein. Ich bin skeptisch, ob dem so sein wird. Aber wir geraten in völlig neue Sphären hinein, denn wir verstehen nicht mehr die Maschinen, sie sind klüger als wir. Und die Frage wird dann sein, halten sich Maschinen gegebenenfalls in einem Käfig an Menschen, so wie wir uns Primaten halten? Ja, ich glaube, das werden sie nicht tun, weil sie können Humanoide produzieren und die sind billiger. Also sie werden sich sozusagen anderweitig vergnügen. Und die Frage wird sein, statt Utopie, Dystopie. Möglicherweise ein System mit totaler Kontrolle, mit einem Big Brother 2.0 und in gewissen Gegenden erlebt man das ja jetzt schon, nicht? In China gibt es Städte, die eine fast völlige Überwachung der Menschen involvieren. Wir bekommen jetzt endlich Gott auf Erden. Früher war nur Gott derjenige, der alles sah und beobachtete. Jetzt können wir das selber, ja? Gott, Government of the Digital, die Regentschaft des Digitalen. Kann natürlich vielleicht auch wieder eine positive Wendung dem Ganzen abgewinnen. Sozialistische Auffassungen, EEDM, haben darauf vertraut, dass es irgendwann Computer geben wird, die groß genug sind, um das Problem der Koordination, des Rechnens von Gleichgewichten zu ermöglichen. Wir werden diesbezüglich demnächst eine bessere Situation haben, als wir sie je hatten, auch in der Abtastung der Präferenzen von Akteuren und Ähnliches mehr. Also, wir haben viel vor uns.
aber vermutlich nicht mehr sehr lange, wenn man nicht aufpasst. Viel vor uns, aber nicht sehr lange. Ich möchte sagen, das Ganze ist ein bisschen herausgekommen aus einem FWF-Projekt, das ich mache mit Marlies Schütz, die ist anwesend, Ritter Strohmeier, Stella Zilian, ist vielleicht auch anwesend, ich weiß es nicht. Also ein Projekt, das wir an der Uni Graz machen am Schumpeter Center, How Smart Machines Transform the Austrian Economy. Ja, was ist unser Thema eigentlich? Die Ortsbestimmung der Gegenwart. Wo sind wir hier und heute? Das verlangt natürlich schon ein bisschen die Kenntnis, warum ist man dorthin gekommen? Was sind sozusagen die Schubkräfte der Vergangenheit, die uns dorthin geführt haben? Und was sind die angelegten Schubkräfte, die in die Zukunft weisen? Und inwieweit kann man sich gegen sie verwehren? Inwieweit kann man sie steuern zum Vorteil der Menschheit und ähnliches mehr? Das Interessante ist, es geht um Demokratie, Freiheit und Macht. Und ich möchte schon Hayek zitieren an der Stelle, der ja sagt, das größte Problem von Demokratien ist im Grunde die Kontrolle der Macht. Und er sieht es so, dass wenn das staatliche Gewaltmonopol erreicht ist, dann ist der Staat derjenige, den man zunächst braucht, gewissermaßen als Instrument, um diese Machtkontrolle zu bekommen, damit nicht irgendwelche Leute andere unterjochen und so weiter und so fort. Der Staat ist dann die Gefahr. Mittlerweile die Erosion der Nationalstaaten ist in so rapider Art und Weise am Voranschreiten, dass man sich fragen muss, ob diese Hypothese noch gilt. Ob nicht im Grunde beispielsweise die Big Five, diese großen amerikanischen Firmen, über ganz andere Machtpotenziale verfügen, als wir es uns je vorstellen konnten, die Superstar-Firmen. Und auch in Zukunft Machtverteilung innerhalb einer Gesellschaft. Wer kann sich wie wappnen? Wer kann sich wie mit leistungsfähiger künstlicher Intelligenz ausstatten und dann in der Auseinandersetzung mit anderen obsiegen? Es ist ein Verteilungsproblem, das hier angesprochen wird. Man sieht, einige jedenfalls, die Eingangspforte zum Paradies auf Erden. Ende von Mühsal und Plackerei. Ausdehnung des Reichs der Freiheit. Der Markt kann nun endlich sein volles Potenzial entfalten. Weg von Befehl und Gehorsam. Weg auch von Firmen. Firmen sind hierarchische Organisationen. Da gilt Befehl und Gehorsam. Ja? Jetzt der Markt gewissermaßen verallgemeinert. Firmen im Hintergrund, behaupten einige. Big Data, evidenzbasierte Entscheidungen erhöhen Rationalität und verringern kognitive Verzerrungen. Sie kennen das alles, also Framing-Effekte, die Art der Frage, die gestellt wird, nimmt Einfluss auf Ihre Antworten oder Verlustaversion. Es ist schlechter für Sie, wenn Ihnen etwas weggenommen wird, als die gleiche Geschichte gegeben wird, etc. Gewaltige Steigerung von Effizienz und Produktivität und einer versteigt sich, wie ich meine, gar zur Behauptung, es wird eine Welt des Überflusses und des Luxus für alle. Tutti quanti. Andere sehen apokalyptische Reiter heranstürmen. Massenhafter Verlust von Arbeitsplätzen. 40%, 50%, 60%. Verstehen Sie, wer bietet mehr? Wird häufig nicht dazu gesagt, innerhalb welchen Zeitraums. Und gibt es gegebenenfalls auch neue Arbeitsplätze? Also da gibt es im Grunde in der öffentlichen Debatte einen furchtbaren Verhau und wir Ökonominnen und Ökonomen sollten dort eigentlich dafür sorgen, dass zumindest elementare Dinge richtig gerückt werden. Weitere Polarisierung der Gesellschaft, Entstehung digitaler Taglöhner, eine gewaltige Machtkonzentration in wenigen Händen, eine starke Tendenz zur Monopolbildung. Das beobachten wir bereits also sehr, sehr deutlich. Und es ist die Rede von metastasierenden Krebsgeschwüren, die man eigentlich gar nicht mehr kontrollieren kann. Ja? Die Erosion staatlicher Souveränität. Also wir haben sozusagen ein großes Spektrum von Meinungen. Und jetzt wollen wir uns ein paar Geschichten kurz anschauen. Und ich habe schon gesagt, es macht immer Sinn, meine ich jedenfalls, in die Vergangenheit zu schauen und wie war es, wie ist es, wie wird es sein, wenn man das sagen kann. Im Grunde ist die politische Ökonomie entstanden zur Zeit, als Europa auf einem Pfad anhaltenden wirtschaftlichen Wachstums gegangen ist. Das war nicht stetig, das war zyklisch und am Anfang nicht sehr schnell, aber es war gewissermaßen die Einleitung einer Abwendung Europas vom Rest der Welt. Es wurde anders. Adam Smith
gesellschaftliche Arbeitsteilung. Das war der Schlüssel. Das ist ein Catch-all-Phrase für alle möglichen Formen des technischen Fortschritts, einschließlich der Mechanisierung und Maschinisierung der Produktion. Und bereits 1776 schreibt der Bursche, die Quantity of Science, die Menge an Wissenschaft, bestimmt den Reichtum einer Nation. 1776, lang vor dem Begriff der Wissensgesellschaft und ähnlichem mehr. Bei Marx natürlich die großen technologischen Veränderungen damals, Maschinerie und große Industrie. Und bei ihm findet sich die Auffassung, der Kapitalismus habe die Aufgabe, die gesellschaftliche Produktivkraft auf ein Niveau zu bringen, das schließlich dann die gute Gesellschaft reüssieren möge. Sie könnten in gewisser Weise sagen, zuvor, wenn das Reich der Zukunft in der Tat Luxus und so weiter verspricht, sie kommen in eine Situation hinein, wo die marxische Utopie und die Vorstellung möglicherweise, wenn es denn so kommt, einen gewissen Stellenwert entfalten könnte. Es wird die Produktivkraft wie in einem Treibhaus entfaltet. Und das ist die historische Aufgabe des Kapitalismus. Bei Schumpeter Innovation die überragende Tatsache der Wirtschaftsgeschichte der modernen Gesellschaft, des Kapitalismus. Nun, Schumpeter geht weiter, er versteht sehr wohl, dass verschiedene Formen des technischen Fortschritts verschiedene Effekte haben. Aber viele von den Formen des technischen Fortschritts, die damals eine Rolle gespielt haben, bei ihm in dieser Vorstellung der Kondratievs, der langen Wellen der Entwicklung, sind solche, die tiefgreifend Wirtschaft und Gesellschaft verändert haben. Das ist hier in der Ebene geschrieben, diese Zyklen, nicht Aufs und Abs. Es müsste eigentlich eine aufsteigende Linie sein, denn es war ein System, das gewachsen ist und zugleich sich entwickelt hat, die Situation in der Gesellschaft sehr, sehr stark verändert hat. Und nun kommt Ricardo noch, den muss ich erwähnen, weil er sozusagen steht für das erste Maschinenzeitalter. Und was Sie bei Ricardo finden, interessanterweise, technischer Fortschritt hat immer mit Macht zu tun und Veränderung von Machtstrukturen. Er nennt Maschinen Mute Agents of Production, stille Akteure der Produktion. Warum? Die verlangen keine höheren Löhne, die verlangen keine kürzere Arbeitszeit, die verlangen keine besseren Arbeitsbedingungen. Und wenn sie die erfolgreich einsetzen können, das ist was. Also sie ändern im Grunde genommen im gesellschaftlichen Spiel nolens volens die Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen Gruppierungen der Gesellschaft. Und interessanterweise hat er damals schon sich den Fluchtpunkt der Entwicklung der damaligen vergegenwärtigt, nämlich vollständige Automatisierung. Wir reden vom Jahr 1821. Er schreibt, wenn Maschinen all die Arbeit verrichten könnten, die jetzt Menschen erledigen, gäbe es keine Nachfrage nach Arbeitskräften. Niemand hätte einen Anspruch darauf, irgendetwas zu konsumieren, der kein Kapitalist ist und sich keine Maschine kaufen oder leihen könnte. Das ist eine sehr extreme Situation, aber das ist gewissermaßen eine Situation, die in gemilderter Fassung möglicherweise heute auch zu stellen ist. Die Frage um bedingungsloses Grundeinkommen, die Frage und so weiter und so fort, knüpft sich so unmittelbar hier an. Ja? Nun, disruptiver technischer Fortschritt, und den geht es im Wesentlichen, die Digitalisierung wird ein solcher disruptiver technischer Fortschritt sein, wird das System insgesamt erfassen, und heute verwendet man dafür den Begriff der General Purpose Technology. Man könnte auch Safianisch, Safa ist zuvor erwähnt worden, sagen, das betrifft Basisprodukte, das heißt Sektoren, die direkt oder indirekt alle anderen mit Vorprodukten beliefern. Denken Sie Energie und dergleichen. Und das sind Technologien, die charakterisiert sind durch drei Dinge, hohe Durchdringung vieler wirtschaftlicher Bereiche, vielleicht sogar aller. Heute, verstehen Sie, ohne Strom, wo können Sie noch hingehen, ohne dass Strom gebraucht wird als Input? Ja, fast nirgendwo. Nirgendwo werden Sie nur mit einem Kerzer sich Ihr Licht schaffen. Das heißt, wenn dort etwas passiert, ist das von ganz anderer Auswirkung, als wenn Sie einen technischen Fortschritt beim Hula-Hoop-Ring haben. Ja?
großes Potenzial für weite Verbesserungen, sozusagen in der Kombination der Technologien, zahlreiche Folgeinnovationen und so weiter. Es wird die gesamte Gesellschaft, es wird die Ökonomie, es wird die Kultur, es wird die Politik revolutionieren. Wenn wir jetzt zurückschauen, ist die Befürchtung Ricardos technologische Arbeitslosigkeit wegen der Freisetzungseffekte durch Maschinen, war die berechtigt? Und manche Leute sagen heute, nein, schauen wir doch zurück, wie hätte es denn sein können, wie hätte es denn kommen können, dass dieses Bild gilt? Auf der einen Achse bis minus 9000 vor Christus, bis in die Gegenwart, auf der anderen die Weltbevölkerung. Und da sehen Sie, am Anfang ist auf der Welt fast nichts passiert. Über Jahrtausende ist fast nichts passiert. Ja? Dann gibt es ein bisschen eine Erhöhung, dann gibt es den Knick, das ist kurz nach der Entdeckung der neuen Welten, Amerika und so weiter, ein riesiger Innovationsschub, wenn Sie so wollen, man denke nur an die Lebensmittel, die dort hierher gekommen sind, auch an Krankheiten, die zirkuliert sind, die dorthin gekommen sind und ähnliches mehr. Und dann eben der Anstieg der Weltbevölkerung auf über 6 Milliarden, die Prognose ist, dass es auf 9 bis 10 Milliarden hinaufgehen wird. Aber das hat alles natürlich aufs Engste mit technologischem Wandel zu tun. Ohne medizinische Fortschritte und sonstige Fortschritte, steigende Pro-Kopf-Einkommen hätte es diese Entwicklung nicht geben können. Aber Sie sehen jetzt, wir leben in diesem kurzen Abschnitt nach dem Knick. Was weiter? In diesem kurzen Abschnitt nach dem Knick. Nun, was man sagen kann, ja, natürlich, die Beschäftigung ist säkular gestiegen, aber nicht im gleichen Umfang des Arbeitsvolumen. Gott sei Dank. Um 1800 herum haben in England die Arbeiter pro Woche 60 Stunden gearbeitet, 10 Stunden pro Tag, 6 Tage. Das hat sich verändert. Also das Arbeitsvolumen ist nicht parallel mit der Bevölkerung oder dem Beschäftigungsvolumen gestiegen. Aber es gab trotzdem riesige Konvulsionen. Und das kann man sich schon vorstellen. Es kann sein, dass im Trend langfristig die Beschäftigung wächst, aber es mag sein, dass durch die Einführung neuer Technologien sie eine starke Bewegung nach unten bekommen, größere Arbeitslosigkeit, und die kann so groß sein, dass sie in der Tat Legitimationsprobleme aufwirft für eine Gesellschaft. Die Weltwirtschaftskrise wird mittlerweile gedeutet nicht nur als Versagen der Notenbank oder was immer, sondern weil es in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr starke Fortschritte gegeben hat in der Landwirtschaft. Dort ist die Produktivität sehr, sehr stark gestiegen, aber die Landwirtschaft ist bekanntlich ein Sektor, der jedenfalls intern keine hohe Preiselastizität der Nachfrage aufweist. Also das heißt, die konnten nicht mehr produzieren und verkaufen. Es kam zu einer Verarmung der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Die fielen dann als Nachfolger für Industrieprodukte auf und so weiter und so fort. Sie bekommen einen Abschwung bei technischem Fortschritt, der massiv war. Schumpeter war auch der Auffassung, dass in der damaligen Zeit die Weltwirtschaftskrise unter anderem nicht nur monetär zu erklären ist, sondern eben auch technologisch. Also sie haben Effekte, die zu bedenken sind. Macht, Aufstieg und Fall von Wirtschaftsräumen, das sind hier Figuren basierend auf Angus Madisons Zeitreihen für den Anteil verschiedener Wirtschaftsräume am Weltsozialprodukt. Und was Sie dort sehen, ist, dass es zu einer starken Veränderung, einem Abschwung der chinesischen Nationalökonomie gekommen ist, die beträchtlich ist, und jetzt der Wiederaufschwung. Ja, Sie sehen hier, Westeuropa hat sich in der Tat zur Zeit der industriellen Revolution, vor allem aber auch der Entdeckung der neuen Kontinente, hinaufkatapultiert. Mittlerweile sind über die niedrigen Wachstumsraten Rückgänge zu beobachten. Also Sie sehen, es kommt zu einer starken Veränderung, technologisch, nicht nur, aber vor allem technologisch bedingt, in der Verteilung von Macht über den Globus hinweg. Das zweite Maschinenzeitalter, was unterscheidet das im Wesentlichen vom ersten? Naja, oder vierte industrielle Revolution wird es mitunter auch genannt. Künstliche Intelligenz und lernende Maschinen. Die schlafen nicht und während sie arbeiten, lernen sie. Sie sehen schon, wenn jemand dazu imstande ist, dann sind sie als Mensch irgendwie
mittelfristig vielleicht nicht mehr ganz wettbewerbsfähig. Langfristig ganz gewiss, jedenfalls auf vielen Terrains, nicht allen. Aber verstehen Sie, wenn jemand im Schlafen lernt, gut, der Mensch lernt auch ein bisschen im Schlafen, das wissen wir, insbesondere Müll da aus und sortiert weg und dieses und jenes, will ich alles gar nicht bestreiten, bei einigen mehr als wie bei anderen, bei gewissen Dritten gar nicht. Also Maschinen kontrollieren, steuern und verbessern sich selbst, sie kommunizieren miteinander. Die Wettbewerbsfähigkeit steigt und natürlich erhöhte Flexibilität in der Produktion, individualisierte Fertigung, Mass Customization ist der Begriff, also die bessere Verschränkung von Produktion einerseits und Nachfrage andererseits. Und Daten treiben die technologische Veränderung. Das ist noch mal ein kurzes Bild von Industrie 1.0 zu Industrie 4.0, basierend 4.0 auf Mikroprozessor und Ähnlichem. Und Daten, ja, das ist das Neue. Wir reden immer noch vom Finanzkapitalismus, der ist natürlich auch ganz wichtig. Und den zu bändigen, ist ja immer noch eine Aufgabe und die hier in der ersten Reihe sitzenden Mitglieder der Nationalbank wissen viel besser als ich, wovon ich spreche, die Bändigung dieses Geschöpfs. Aber wir haben mittlerweile einen Übergang zu einem Datenkapitalismus, der ein neues Monster gegebenenfalls sein kann und riesige Probleme aufwirft. Was sind Daten? Sie sind neues Geld in gewisser Weise. Sie bezahlen sozusagen all diese so freien Leistungen, indem sie ihre eigenen Daten zur Verfügung stellen, sie nutzen lassen. Sie sind eine produktive Ressource und befeuern Lernprozesse. Und Daten gewinnen relativ zu anderen Faktoren, wenn man so will, an Bedeutung. Und es kommt über Internet und so weiter auch die Entbündelung der Wertschöpfungskette zu einer Internationalisierung der Produktion. Ganz unvermeidlich. Diese Maschinen kommunizieren, egal ob sie hier sitzen oder in Shanghai oder sonst wo, miteinander, geben sie wechselseitig Befehle, kontrollieren, ob diese Befehle ausgeführt werden, kontrollieren, ob irgendwelche Teile der Maschine defekt werden in näherer Zeit, sodass für die Reparatur gesorgt wird und Ähnliches mehr. Wir haben einen digitalen Taylorismus, Scientific Management weltweit und flexibel. Netzwerkeffekte, das kannten wir schon vorher, das sind jetzt zwei wichtige Momente, um zu verstehen, was dort passiert. Mit der Zahl der Kunden steigt die Attraktivität des Netzwerks bzw. der Plattform. Das haben wir schon erlebt bei Telefonkompanien. Wenn sie eine kleine waren, die wenig Nutzer hatte, dann haben sie die wahrscheinlich nicht gewählt, sondern eine mit mehr Nutzern, weil sie einfach eine größere Zugriffsmöglichkeit auf potenzielle Telefonteilnehmer hatten. Und das heißt, wer größer wird, wird weiter größer mutmaßlich. Es kommt zu einer Macht Zusammenballung und, jetzt neu, Rückkopplungseffekte bei lernenden Systemen. Wenn man das hat, wer einmal vorne liegt, ist nun noch schwerlich einholbar. Das heißt, Sie haben keinen funktionsfähigen Wettbewerb mehr, so wie man ihn gekannt hat. Wir haben dynamisch steigende Skalenerträge in neuer Form, zirkulär, von sich selbst abhängend und sich speisend, und kumulativ. Nun, was sind die Herausforderungen durch den digitalen Kapitalismus? Vieles ist natürlich jetzt schon klar und angeklungen. Es gibt riesige Probleme, das natürlich hier und heute zu sagen, unter anderem, weil sie ein Problem der Identifikation und der Zurechnung haben. Es passiert alles Mögliche, was ist worauf zurückzuführen? Manche Leute tun so, als sei es nur der digitale Kapitalismus oder nur der Finanzkapitalismus. Es ist viel, viel schwieriger. Sie müssen zurechnen verschiedene Effekte zu unterschiedlichen Ursachen. Das Zweite ist, Sie haben ein Auswahlproblem. Es gibt so viele Dinge, die ursächlich mit von der Partie sind. Was sind die wichtigen? Was sind die wichtigsten? Kann man sich irren. Und natürlich haben Sie das Problem des Zeithorizonts. Je weiter wir in die Zukunft zu blicken trachten, desto unsicherer werden wir natürlich im Urteil, notgedrungen. Und mitunter wird überhaupt nicht gesagt, was sozusagen der Zeithorizont ist, über den gesprochen wird. Auf ganz, ganz lange Sicht kann ich fast die prophetische Aussage hier tun, wird kein Arbeitsplatz so erhalten bleiben, wie er jetzt ist.
So ist es. Ja? Kein Arbeitsplatz. Vor allem werden die Tätigkeitsprofile sehr, sehr stark sich ändern. Aber auf ganz lange Sicht, aber was interessiert möglicherweise, ist die kürzere Sicht, die nächsten 5, die nächsten 10, die nächsten 20 Jahre. Also das müsste kundgetan werden. Und es gilt natürlich ein arabisches Sprichwort: Wer vorgibt, die Zukunft vorhersagen zu können, ist ein Lügner, selbst wenn ihm der Gang der Dinge Recht geben sollte. Dann hat man Glück gehabt. Aber nur Glück. Wissen tun wir es nicht. Wir versuchen im Grunde genommen, uns die Verhältnisse einigermaßen gut zu erklären, aber wir haben es mit einer Komplexität zu tun, die unser Fassungsvermögen eigentlich übersteigt. Ganz kurz, abhängig Beschäftigte. Wie viel Zeit habe ich noch? Ganz wenig. Oh. Schauen Sie, wenn man mal ernsthaft über Dinge spricht in der Sozialdemokratie. Pardon. Also, ich glaube, es wird eine schwere Zeit für die abhängig Beschäftigten, für viele jedenfalls, aber nicht nur für die wenig Ausgebildeten. Wenn Sie eine Lohnspreizung haben, gibt es natürlich einen starken Anreiz, auch die teuren Segmente der Arbeiterschaft durch Maschinen zu ersetzen. Und mit Artificial Intelligence wird das in zunehmendem Maße der Fall sein. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, die Gewerkschaften werden Schwierigkeiten haben, die Leute bei der Stange zu halten, nicht Cloud-Workers und so weiter. Neue Formen des Verlagssystems, Gigs, ja, Leute, die quasi selbstständig sind, scheinselbstständig, aber nicht mehr unter die üblichen Sozialversicherungssysteme fallen und Ähnliches mehr. Das heißt, da gibt es große Probleme. Es gibt auch natürlich mittlerweile bereits Effekte in den USA. Ich möchte nur darauf hinweisen, Angus Deaton, The Great Escape, seit den 1990er Jahren in den USA steigende Sterblichkeit weißer Amerikaner mittleren Alters, Deaths of Despair. Das sind auch vielfach, sobald sie noch überleben, Anhänger von Trump. Ja, muss man ganz klar sagen. Aber da deutet sich bereits etwas an, wenn sie größere Teile der Bevölkerung zurücklassen, der Vereinsamung und der Verelendung anheimstellen, dann gibt es riesige Probleme. Gibt etliche Probleme, die man hier noch zu diskutieren hätte. Ganz kurz die Superstar-Firmen, sozusagen die Ausschaltung des Wettbewerbs. Einige sehr, sehr große, gigantische Firmen, sie sind vergleichbar, schreibe ich hier, einer fast unbenannten Rakete, weil sie wenig Beschäftigung erzeugen, die im Flug selbstständig wachsende Menge neuen Treibstoffs ansaugt, Daten, und an Größe und Gewicht zunimmt. Sie kriegen eine Verteilung in der unter Unternehmungen, wo einige sehr, sehr große sind und möglicherweise etliche kleine, etc., etc., etc. Der Staat, nationale Souveränität in Gefahr, die Steuerbasis in Gefahr, wegen Footloose-Firms, die sozusagen sich ansiedelt in Stellen an Orten, wo sie kaum Steuern zahlen. Sie werden zunächst, das ist ja das Perverse, ich meine, diese großen Firmen sind ja zunächst zum Teil finanziert worden mit Steuergeldern. Es waren nachrichtentechnische, militärtechnische Firmen. Sie sind finanziert worden mit Steuergeldern. Dann hat man ihnen die Nutzung überlassen, die kommerzielle Nutzung der Spin-offs. Und die machen jetzt Gewinne und der Dank sozusagen gegenüber dem Souverän, dem Steuerzahler, ist der, dass sie keine Steuer zahlen, sondern in Steueroasen abdriften. Also das ist ein unglaublich perverses System. Ja gut, schöpferische Zerstörung, ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, Schumpeter, schöpferische Zerstörung, Innovationsprozesse, neue Technologien sind Prozesse schöpferischer Zerstörung. Das heißt, da wird etwas neu geschaffen, aber es wird auch zerstört. Wir haben die Neigung, den Schöpfer sozusagen zu verehren. Aber wir sehen nicht, dass er im Grunde genommen auch ein Zerstörer ist, wie Shiva, ja, dieser indische Gott. Er zerstört auch und im Grunde genommen müsste unsere kognitive Dissonanz diesbezüglich beendet werden. Diejenigen, die neu schaffen, müssen herangezogen werden, in stärkerem Maße, als bislang der Fall ist,
um diejenigen, die darunter leiden, wieder in Brot und Arbeit zu bringen oder zumindest den Übergang, die Umschulung und dergleichen zu finanzieren. Ganz kurz, also Theorie der Gerechtigkeit. Wenn eine Innovation was taugt, meine Behauptung, und das ist historisch, glaube ich, gut belegbar, dann kann sie alle der von ihr verursachten Kosten decken, ohne dass dadurch der Anreiz der Innovation zerstört wird. Das ist der Punkt. Wir haben zum Teil Innovationen im Banksektor gehabt, die haben das nicht gekonnt. Die waren sozusagen Abräumaktionen. Die haben versucht, im Grunde genommen die Asymmetrie in der Information auszunutzen und ähnliches mehr. Wenn eine Innovation was taugt, dann diese Schlussbemerkungen. Ja. Weder wirtschaftliche Effizienz noch demokratische Stabilität können aufrechterhalten werden, wenn die reichsten Individuen weiterhin fallende Steuersätze auf schnell steigende Einkommen und Monopolgewinne genießen, während ein wachsender Teil der Bevölkerung zunehmende Vernachlässigung und Verzweiflung verspürt. Die Gefahr der Pekuniokratie, die die Demokratie ablöst, ja, nicht mehr one voter, one vote, sondern one Euro, one vote. Die Schließung der Balkanroute ist entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben nicht die ultimative Sicherheitsgarantie für Österreich. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, ich muss wirklich, das muss ich mal sagen hier, ich bin selbst Österreicher, aber ich bin schon erstaunt, also wie stark man im Grunde genommen eine Themenverfehlung praktizieren kann. Ja? Ja, ganz zum Schluss noch heute, das, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, heute ist Weltspartag und Halloween. Es passt gut zusammen. Es ist natürlich klar, dass ich meine eigene Referenz diesen beiden Dingen gegenüber erweise. Vielen Dank.